Ja, hallo, und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Im Hintergrund seht ihr unseren Wein, das ist die Sorte Picoca, und die werden wir jetzt einfach mal ein bisschen begleiten über, ja, eigentlich dachte ich nur ein Jahr, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Viel Spaß einfach beim Video. Ein leckerer Wein, man kann was ganz Tolles draus machen. Schaut es euch einfach an. Es ist Ende März und noch zeigt unser Weinstock keine Anzeichen davon, dass er austreiben möchte. Noch komplett trocken, total tot. Jetzt zum Ende April sieht man schon kräftige Triebe und es kommen die ersten Vorboten von unseren Weintrauben, die Blütenstände. Jetzt direkt nach den Eisheiligen sieht man, das Frühjahr war einfach zu gut, zu warm. Der Wein ist schon schön ausgetrieben. Jetzt kam im Mai, pünktlich zum 15. waren sie auch zu Ende, die Eisheiligen. Teilweise mit Nachtfrosten bis minus 3 Grad. Und die Triebspitzen, eben auch wie man hier sieht, hier vorne, das wären normalerweise schon die ersten Trauben gewesen, die hier dran sind. Das ist alles komplett vertrocknet. Das ist quasi, naja, erstmal alles tot. Wir schauen mal, ob ein paar Nachzügler bei den Trauben sind, dass da vielleicht doch noch ein bisschen Ernte kommt. Ansonsten wird das eben ein Zweijahresvideo, weil dann passiert nämlich leider nichts mit dem Wein. Aber so ist es eben in der Natur. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Diesmal scheint der Frost gewonnen zu haben. Wir schauen mal. Wir bleiben mal dran und sehen, wie es weitergeht dieses Jahr mit dem Wein. Der Juli ist zwar nicht ganz so trocken wie die Jahre davor, aber trotz alledem, es ist durch den Nachfrost eine ganz schöne Schädigung gewesen am Wein. Und mal schauen, was jetzt übrig bleibt. Also richtig berauschend sehen die Trauben jetzt nicht aus. Wir lassen uns mal überraschen, wenn es weiter Richtung August geht und September, dann gucken wir mal, was die Ernte sagt. Viel wird es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht sein, aber wir lassen uns überraschen. Tja, wie es auf den Bildern eben vom letzten Jahr quasi schon zu sehen war, da war ganz schön viel verschimmelt, das ist einfach zu nass gewesen. Da hat also der Mehltau nochmal richtig fett zugeschlagen. Ja, und jetzt haben wir ein Jahr später und da haben wir Glück gehabt, wir haben ein vernünftiges Frühjahr gehabt, wir haben einen wunderbaren Sommer, wir sind jetzt im Juli und wenn man sich das anguckt, so soll es aussehen. Wir haben richtig, richtig, richtig schön viel an Trauben da zu hängen. Also so hatten wir das schon mal und da sind wir dann knapp, ich glaube sogar, auf 7 oder 8 Kilo gekommen. Also das sieht ja noch mehr aus. Auf der anderen Seite vom Zaun hängt noch mal so viel. Also wir schauen mal, was dann jetzt dann zur Reifezeit quasi an Ertrag dann da ist. Picoca ist eine tolle Sorte, ist eine schöne, eine grüne, ich sag mal, wirklich fast kernlos. Ganz selten, dass da mal ein Kern mit dran ist. Kernlose Sorte, die eine ausgesprochen fantastische Süße hat. Also die naschen wir meistens so weg. Wenn man die ein bisschen früher erntet, dass es noch nicht ganz durchgereift ist, dann haben wir noch nicht so einen hohen Zuckergehalt, dann ist die auch fantastisch für Wein, ja, Weintraubenaufstrich, muss man ja schon sagen. Wie gesagt, man darf ja nicht mehr Marmelade sagen. Das heißt ja nur noch bei Zitrusfrüchtenmarmelade, aber wir machen Weintraubenmarmelade und die ist lecker. Tja, im Gegensatz zu anderen Jahren, wo der Frost hier rübergegangen ist, haben wir jetzt in 2022 ein gigantisches Obstjahr und das merkt man auch am Wein. Der hängt so voll, wie er noch nie vollgehangen hat. Das ist echt Wahnsinn. Wir haben jetzt auch nicht unbedingt Wein entfernt. Normalerweise hätte ich jetzt ganz, ganz, ganz viele von den kleinen Trauben ja schon verschwinden lassen. Aber mal ganz ehrlich, auch wenn die jetzt kleiner sind dadurch und vielleicht nicht ganz so aromatisch, wie man sagt. Also wir hatten das schon mal. Da war er sehr, 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 sehr voll. Und da wir eh daraus einen Fruchtaufstrich machen, ist uns das egal, ob die jetzt größer oder kleiner sind. Die werden eher versaftet. Und das ist echt eine wahre Freude zu gucken, wie der voll hängt. Selbst hier am Rand unsere kleine Feige, selbst bei der sieht man also schon, da kommen überall Feigen mit ran und das ist schon ein tolles Jahr 2022. Kann man also überhaupt nicht mosern und meckern. Also das wird ein tolles Weinjahr und wir gucken mal, wie es hier weitergeht, ob uns dieses Jahr die Hollis und die Wespen wieder alles wegfressen. Aber erstmal, das Anfang August, sieht der Wein sehr gut aus.
hier nochmal kurz in diesem Weinvideo trotzdem nochmal, wie gerade gesagt, da sieht man, wie voll auch unsere Feige ist in diesem Jahr. Das ist echt klasse. Macht wirklich Spaß. Jetzt haben wir September, der Wein hängt schön voll. Wenn wir uns das mal angucken, ist das schon echt schöne, dicke, fette Trauben sind da dran. Also sieht wirklich gut aus. Aber wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eine wahnsinnige Kältephase. Wenn wir uns das mal angucken, da seht ihr richtig, die Blätter, die haben mit einmal einen Pilz bekommen. Wir haben auch an einigen Stellen, wo die Trauben mit einmal nicht mehr so schön aussehen. Ich zeige euch das mal. Hier unten sieht man das, glaube ich, ganz gut. So, gucken wir mal daran. Genau, schaut mal hier. So. Da sieht man, also der Pilz hat auch langsam die Trauben betroffen. Innerhalb von einer Woche. Es war einfach kalt. Es kam Hagel mit runter. Wir hatten Sturm, wir hatten ganz viel Regen. Vorher war alles in Ordnung. Tja, und jetzt haben wir eben das Desaster. Der Wein ist noch nicht ganz fertig. Der hat noch nicht ganz die Süße, die er haben sollte. Aber fast. Das können wir uns überlegen, runterholen oder nicht. Wenn wir es länger warten, dann wird er wahrscheinlich weiter vergammeln, weil es ist auch für die nächste Zeit wieder Regen angesagt. Also dementsprechend kommt der Wein jetzt runter. Das Jahr unseres Weines endet quasi dann jetzt durchs Wetter. Der Großteil der Trauben sieht aber noch gut aus. Also wir sehen es hier, das sind schon richtig große Traubenexemplare noch. Also da ist genug dran. Nochmal einen kosten. Ja, also eine Grundsüße ist auf jeden Fall schon zu erkennen. Und da wir dann aus denen jetzt keinen Saft machen, sondern einfach einen Fruchtaufstrich, dementsprechend ist das überhaupt kein Problem. Kommt dann noch ein bisschen Gelierzucker dazu und dann haben wir ein perfektes Weinaroma. Und ja, dann wird das eben eine Weintraubenmarmelade. Mal schauen, wie viel wir rauskriegen. Jo, jetzt schneide ich die einfach kurz und knapp einfach ab. Die kommen dann in den Korb und dann schauen wir mal, wie viel wir rauskriegen. Ich mache auch nicht zu viel weg von dem Ganzen, denn das alles wird erst im Frühjahr zurückgeschnitten. Den Wein schneidet man nach dem Winter. Aber da mache ich bestimmt mal ein anderes Video, aber das ist schon recht ordentlich, was da runterkommt dieses Jahr. Aber schauen wir mal, wie viel wir dann an Kilo zusammenkriegen. Bin ja gespannt. Kann man nur sagen, das ist echt eine krasse Ernte. Guckt euch das mal hier an. Diese Monsterdinger. Also, ja, wir haben es gewogen. Der ist bei 15 Kilo. Der ist bei 14,5. Das heißt also quasi, haben wir hier schon 30 Kilo. Und das macht die ganze Summe hier nochmal. Wir haben also jetzt echt summa summarum etwas über 60 Kilo, das hätte ich nicht gedacht, 60 Kilo der Sorte Picorca. Picorca eben, wie gesagt, eine Weintraube ohne Kerne, total lecker. Die Trauben, die mehr in der Sonne gehangen haben, die sind auch zuckersüß, also war es doch nicht ganz so schlimm, wo ich dachte, also die meisten sind doch schon gut durch. Hm. Ja, die auch. Ein paar kleinere sind dabei, ein bisschen was ist schon, wenn man sich das anguckt hier so, das alles von den Wespen schon mal angefressen worden. Wir haben noch ein paar alte hängen lassen. Da kann die Mutter Natur sich daran noch gütlich tun. Das heißt also, Wespen, Hornissen, das haben wir hier eine ganze Menge. Und ganz ehrlich, ein bisschen über 60 Kilo, die müssen wir auch erstmal verarbeiten. Das heißt, das wird eine ganze Menge Marmelade. Wir werden also jetzt ein paar von den Teilen, die werden wir uns eben dann genüsslich abends mal reinziehen. Aber ansonsten, der Großteil davon wird eben ein Fruchtaufstrich. Und ja, wie wir das machen, brauche ich nicht zeigen. Wie Marmelade gemacht wird, das wisst ihr selber. Jo. Monsterernte, Sorte Picorca. Merkt euch die. Zuckersüß, keine Kerne. Richtig klasse. Und schaut mal. Von einem Weinstock 60 Kilo. Das muss man erstmal schaffen. Da würde sich jeder Winzer freuen. Das war's, der Andi von der Arche der Nüs. Denkt dran, bleibt knackig. Denkt doch an die Äpfel.